Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Arcgenesis Part 2. Ja, ich habe jetzt schon mal unsere drei Käferchen hier angebunden und auf Wandern gestellt. Und ja, die chillen jetzt hier ihre Base. Und den müssen wir noch ein bisschen Material geben zum Verarbeiten. Nennen wir es mal so. Ja, müssen wir auch mal einen Kühlschrank tun. Ja, den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Aber ist egal, ein bisschen mehr. Besser etwas mehr als zu wenig. Ja, hier geht auch nichts mehr rein. Ja, aber hier geht noch eine ganze Menge rein. Dann gucken wir auch schon mal. Obwohl, ich glaube, wir müssen erst noch... Nee, ich sammle die nochmal ein. Wir müssen, glaube ich, erst noch die Beete ein bisschen hiermit versorgen, bis der Dünger da ist. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wegschmeißen können wir. Aber wenn wir jetzt den Replikator gebaut haben, können wir vielleicht auch einen Tech-Druck machen und... Tech-Generator, dann läuft das Ganze ein bisschen langsamer. Bisschen langsamer? Bisschen sparsamer. Ach ja, mal schauen, guckt. Guckt an. Ja, machen wir mal voll. Das Summen, das hört ihr, glaube ich, kaum. Ich finde das ganz, ganz unangenehmes Geräusch. So, schnell weg hier. Gucken wir mal. Oh. Ja, da brauchen wir definitiv ein bisschen Material. Zur Sicherheit. Zwei Reihen machen wir voll. Schön aus dem Wetter raus zu sein. Wieso? Was hast du mit dem Wetter? Bist du überhaupt? So, die habe ich wieder versteckt, ne? Oh, ihr müsst mehr pupsen. Oh, hier ist gar kein Dünger mehr drin. Oh, upsa. Ui, ui, ui. Dann machen wir noch ein drittes davon dazu. Wir sollten vielleicht echt gucken, ob wir mal eine Eule bekommen. Dass die vielleicht noch nirgendwo mehr Dünger. Donner. Oh, das ist schlecht. Wir haben ein Düngeproblem. Erstmal alles gepult. Okay, ihr müsst mehr, ihr wisst schon. Mal halt nur eine Reihe voll. Hauptsache alle kriegen was. Ich dachte nicht, dass wir düngertechnisch so am Limit sind. Ah, hier noch eins rein. Ja, seht ihr, die Pflanze ist schon wieder am Eingehen, ist schon wieder ein Sprössling geworden. Die hat schon wieder rückgebildet, weil kein Dünger mehr da war. Natürlich übel, übel, übel. Hier auch. Rare Mushrooms. Auch kein Dünger. Schwede. Wir kommen echt in Not. Tut mir leid, dass ich euch den Dünger wieder wegnehmen muss, aber wir müssen das besser aufteilen.
Da geht nichts dran vorbei. Das ist wenigstens jedes Ding ein Dünger schon mal drinne hat, das wäre schon gut. Ich glaube noch nicht mal das reicht. Oh, hat das mich jetzt erschrocken. Geh doch nicht einfach an. Kannst du doch nicht machen. Oh. Aber wichtig ist ja erstmal, dass die uns nicht kaputt gehen. Echt so eine Düngerknappheit haben. Uiuiuiuiui. Los, Jungs. Ah. Sehr gut, sehr gut. Sie machen schon ihren Job. So. Haben wir wenigstens überall schon mal einen Dünger drin. So ein richtiges Tütchendünger. Tütchendünger. Kein Kackerdünger. Oh. Ah, die Käfer sind flott. Wenn sie erstmal anfangen zu arbeiten. So. Ja, das war jetzt leider notwendig. Ich habe keinen Bock, dass uns die Beete eingehen. Das muss nicht. Und diese Sachen hier, die verbrauchen halt auch mehr Dünger als Beeren, sagen wir es mal so. Da geht es doch fast auf mit den zwei Tütchen pro Beet. Jetzt auf hinten und jetzt hier am Anfang. Aber nun ja. Vorsicht, was wir essen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja gut, haben wir das erstmal versorgt. Werde ich nach der Folge noch mal gucken. Nicht zu essen. Ja. Gemüse machen wir da rein. Das kommt hier rein. Eier kommen da rein. Was haben wir hier? Sarko, Triceratops, Mewing, Basic, Regular und das ist Argentavis. So, kann man wieder ein paar Narkotics herstellen. Boah, die Farbe hier ist aber schon ein wenig extrem. Na. Also die weißen Perlen, die produzieren wie Bolle in diesen Beeten. So. Dann haben wir noch Moment.
Element ist gut, weil wir brauchen ja auch Shards in rauen Mengen. Und wir brauchen ja auch Element, um ja, dann die Dinge zu betreiben, wie den Replikator und... Generator und Co. So, ich hätte jetzt gerne den Generator. Kann man den bauen? So. Sehr gut. Jetzt fehlt wieder ein Element. Jetzt aber. Sehr schön. Der braucht dann auch das Element nicht mehr, genau, weil es wird alles dann von dem Heckgenerator angetrieben. Ach, natürlich war er auf der anderen Seite. Jetzt ist nur die Frage... nee, wir reißen den ab, komm. Weiß nicht mehr genau. Wir haben doch hier auch diesen Ausblenden, Anzeigen. Ah, perfekt. Und die abreißen müsste auch, genau, müsste auch die Steckdose dann weg sein. So, den parken wir denn mal hier so hin, würde ich sagen. Ich könnte fast noch ein Stück nach hinten, ne? Ach. Warum? Sitzt er gerade. Jo. So ist besser. Nicht ein Element dabei? Och Mann. Ah. Nehmen wir 50 mit. So, und schon läuft alles. Der läuft perfekt. Immer schön drauf achten, was ihr abreißt. Ich habe da schon ganz andere Dinge abgerissen. Zum Beispiel eine Plattform, wo meine ganze Base drauf war. Nur weil ich nicht gelesen habe, was ich da eben abreiße. So. Dann brauchen wir nämlich hierfür auch kein Benzin mehr. Nice. Okay. Sind wir schon wieder im Fortschritt ein Stück näher. Weiß ich natürlich nicht. Oh, wir haben noch genug. Sehr gut. Ressourcen habe ich irgendwo. Treibstoff oder sowas? Nö? 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 Ah.
dachte ich, wir hätten sowas schon, aber dann scheinbar nicht. Gut. Dann holen wir mal Kätzchen raus, würde ich sagen. Erstmal hier. Die starke. Ja, die sehen alle noch ein bisschen kaputt aus. Es wäre echt gut, wenn wir eine Eule kriegen würden. Dann könnten wir die nämlich heilen. Wie nennen wir die denn? Charlotte. Das ist die Charlotte. Die flotte Lotte. Soll ich irgendwo ein Loot? Und wo wir mal hin könnten? Nö. Oh, Menno. Lol. So, ja, so springt er ja nicht weiter. Oh. Sind auch hervorragende Schwimmer. Erstmal eine Runde Stun und dann können wir die ganz gemütlich wegnaschen. Ja, also gegen diese Viecher machst du in der Regel nichts hier, ne? Sind nur extrem laut. Auch dieses Beißgeräusch, ey, das finde ich immer so. Vor allen Dingen, wenn man vor denen flüchtet und man hört dann hinter sich immer dieses Geräusch, wie die Kiefer. Ah. Ja, ihr wisst schon. Ja, also der macht sehr schnell Geschichte aus allem. Ich geh nochmal hier rüber. Da erwischt den, ne? Oder läuft Polymer und Elektronik. Ne, Elektronik läuft da. Oh. Was ist denn hier für Stress? Schwede. Richt euch doch mal ein. Also die wird richtig, richtig böse. Die wird richtig böse. Die wird mal richtig, richtig böse hier. Die Madame. Komme! Jetzt muss ich euch leider auch töten, ne? Gerade sagen, ich mag nur den Strider nicht treffen. Haben wir aber nicht. Alles gut. Wir wohnen hier Biberdamm-technisch echt gut, ne? Nein! Guckt euch ihn an!
Oh. Was stimmt da jetzt mit ihm nicht? Muschi? Du stehst doch nicht auf Fliehen. Wo ist noch ein Biberdamm? Hä? Doch, der steht auf Passiv und Fliehen. Oh. Egal. Egal. So eine Muschi wie du brauchst dich nicht verstecken. Da war das Geräusch wieder. 32 organisches Polymer holt er raus. Respekt. Das ist ordentlich. Ganz Müll schmeißen wir weg. Brauchen wir alles nicht. Nein, die brauche ich hier. Oh, die wird so böse, Freunde der Nacht. Die wird böse. Moment. So ein Terrorbird. Der glaubt doch wohl, der Terrorbird glaubt doch wohl nicht, dass ich ihn am Leben lasse. Boah, die hat fast 30.000 Leben jetzt, aber die müssen wir unbedingt heilen. Also nächste Aktion ist definitiv, wenn es geht, eine Eule besorgen. Sowas von. So, jetzt haben wir aber die Zeit wieder gut überbrückt. Hier wird es langsam echt schon voll, ne? Na gut, bei meinem Zähnbahn ist das kein Wunder. Dass wir ihn noch rausholen können, dann haben wir nämlich endlich mal alle Tiere draußen, die wir drüben so gezähmt hatten. Er ist halt echt schick, ne? Aber er ist halt voll der Lowbob. Aber sowas von der Lowbob, ich weiß nicht, ob wir den behalten. Ich gebe dem mal keinen Namen. Obwohl, wer weiß, es könnten vielleicht halbwegs gute Babys rauskommen zum Züchten. Könnte auch nicht. Aber andererseits will ich noch mal mir das antun, die Dinger zu zähmen. Ich weiß es nicht. Wir können ja vielleicht erstmal mit dem ein paar Babys machen. Ist halt echt hübsch. Wir nennen ihn einfach mal Shadow. Und die zwei sind jetzt ein Paar. Das heißt, die haben auch diesen... Bei ihm sieht man das jetzt. Ich kann mit X sie quasi ja, nochmal boosten. Ich glaube, dann machen wir noch mehr Schaden. Nämlich nicht alles tot. So, habt ihr noch mal gut gearbeitet? Dann war das halt dieses Mal eine Gewächshausversorgungsfolge. Ja, nice. Ich bin zufrieden. Wir haben einen Tech-Generator, wir haben einen Replikator. Und, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei ArcGenesis Part 2. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.